Hallo ihr alle da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Harry Potter und die Kammer des Schreckens auf der PlayStation 1. Ja, in der letzten Folge ist was passiert. Wer hätte das gedacht? Und was da genau passiert ist, das wird uns unser sympathischer Erzählerkollege gleich mitteilen. So, nochmal schnell die Daten laden und dann ist dein Einsatz gekommen. Auf geht's! Nach dem Zaubertrankunterricht bei Professor Snape lernten Harry und Ron, wie man einen Mega-Powertrank mixt. Harry traf Hagrid, der ihn bat, ihm zu helfen, die Halloween-Kürbisse vom Gnomenbefall zu säubern. Da hört ihr es. Es ist wieder an der Zeit, den Garten zu entgnomen. Diesmal allerdings nicht den Garten bei den Weasleys, sondern Hagrids Garten. Und außerdem wartet, und das muss ich jetzt mal erwähnen, damit ich es nicht vergesse, wartet im Gryffindor-Gemeinschaftsraum noch eine Gründerbilderkarte auf uns, die wir bekommen haben, weil wir ja bei Professor Lockhart unsere Note nochmal aufgebessert haben. Da haben wir uns ja die A-Note geholt, also die beste Note, die es gibt. Und da wir alle Pokale hatten, gibt er uns jetzt nämlich noch eine Gründerkarte und die liegt da im Gemeinschaftsraum. Das heißt, wir müssen dann irgendwann, wenn die Zeit mal gekommen ist, mal wieder beim Gemeinschaftsraum vorbeischauen. Aber jetzt erstmal müssen wir Hagrids Garten entgnomen. Und da gibt es natürlich auch wieder eine bestimmte Meinst Punktzahl. Meinst du, du kannst diese verdammten Gnomen aus meinem Kürbisbeet jagen? Wenn du es gut genug machst, dann kriegst du Baumschlangenhaut. Um die Gnomen zu werfen, drücke die Quadrattaste, dann geht's schneller. Je schneller du drückst, desto schneller wirfst du. Wenn du am Zaun ankommst, drückst du die Dreiecktaste und schmeißt die kleinen Kerle so aus meinem Kürbisbeet raus. Wirf die Gnomen so weit weg, wie es geht. Du bekommst Punkte für Weite und Extrapunkte für jedes Ziel, das du triffst. Okay, genau. Und hier gibt es natürlich auch wieder eine bestimmte Punktzahl, die wir erreichen müssen. Ich glaube, die liegt bei 750 Punkte. Wenn wir die erreichen, unabhängig davon, ob wir alle Ziele treffen oder nicht, dann bekommen wir eine Bildkarte von berühmten Hexen und Zauberern, die wir natürlich brauchen für die 100%ige Wertung. Okay, fangen wir mal an. Ich glaube, ich nehme zuallererst mal das Vogelbecken da. Ich hoffe, das langt von der Stärke. Oh, alle, hopp. Das sieht doch schon mal ganz gut aus, oder? Was? Es bleibt an der Tanne hängen? Das war doch nicht mal in der Nähe von der Tanne. Also jetzt mal ernsthaft. Das ist Betrug, Hagrid. Du bist ein mieser Betrüger. Du willst uns das nur vermiesen, damit wir deinen Garten nochmal entgnomen. Du mieser, mieser, mieser Betrüger, du. Ja, das ist natürlich völlig für die Katz. Oh, den müssen wir sowas von nochmal machen, Leute. Gut, dann ist das hier die Aufwärmübung. Alles klar. Ich kann das verkraften, alles klar. Ja, können wir uns wenigstens schon mal anschauen, wie viel Power wir ungefähr benötigen. Ich würde mal sagen, so 4,5 Balken bis... Ja, das müsste gehen. Und jetzt mittig. Treffen wir damit irgendwas? Nein. Also, die Runde ist komplett zum Vergessen. Alles klar. Alles klar, okay. Ich bin verflucht. Gut, ich sehe es ein. Werden wir niemals schaffen, das ganze Ding hier? Ich glaube, bei 3 Balken ein bisschen mehr vielleicht für die Vogelscheuche, die uns da schon... Na, reicht das? Reicht das? Sag mal, das gibt's doch gar nicht. Immer genau davor. Oder daneben oder was auch immer. Was ist das für eine Pechrunde? So, der letzte. Der letzte Wurf. Ich werde jetzt aber mal die Vogelscheuche treffen. Komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt! Ah, wieder nicht, oder? Doch! Wow! Der hat mal gezählt! Ja, meine Güte! Wir sind ja richtig gut! Wir haben ja fast den Rekord geknackt von 500 Punkten! Ja, ich habe bei den Weasleys habe ich über 1000 geschafft! Und hier? Nicht mal 500! Wie tief bin ich nur gesunken? Das schockiert mich jetzt wirklich. Ausgezeichnet geworfen! Schön, Harry! Ach, hast etwas Baumschlangenhaut verdient! Ja, danke, deswegen waren wir eigentlich hier. Weil wir die Baumschlangenhaut brauchen, um den Vielsafttrank zu brauen. Aber wir wollen natürlich auch die Bildkarte von ihm bekommen. War lustig, oder Harry? Ja. Möchtest du nochmal spielen? Ich möchte nicht, aber ich möchte die Bildkarte haben. Das ist ein Unterschied, Hagrid. Deine scheiß Bildkarte, kannst du die nicht einfach so rausrücken? Nein.
Ah, vielleicht. Nein, nein. Ich treffe das Vogelbecken einfach nicht. Ich will dieses Vogelbecken jetzt treffen. Ich bin so ehrgeizig jetzt. Ich kann es nicht ab, wenn ich sowas nicht treffe. Komm schon. Bleib nicht wieder am Baum hängen. Wehe, du bleibst... Na, dieser Baum! Diese blöde Tanne. Können wir die nicht einfach fällen oder so? Oder mit Incendio abfackeln? Es gibt's doch nicht. Die immer diese Tanne. Vielleicht muss ich mal weniger Kraft anwenden. Vielleicht klappt das ja, wenn wir nicht ganz so hoch werfen. Ich habe jetzt ein bisschen mehr als zwei Balken. Und es reicht. Hey! Wie gesagt, wir brauchen 750 Punkte, Leute. Wir haben noch eine Chance. Wir haben ja noch eine Chance. So ist es ja nicht. Noch haben wir eine Chance. Jetzt brauchen wir schon eine unglaubliche Leistung, um das noch umzubiegen. Das auf alle Fälle. Aber wir haben ja zwei Fehlwürfe. Ein Fehlwurf ist normalerweise noch in Ordnung, aber nicht mehr. So, Vogelscheuche ist jetzt an der Reihe. Alle, hopp. Der wird sowas von treffen. Auch wenn die da rumzappelt wie so ein Hampelmann, aber trotzdem treffen wir die. Dankeschön, Herr Grid. Ja, langsam wird es, ja. Jetzt brauchen wir im Prinzip nur noch ein Ziel zu treffen und dann haben wir den Rekord, glaube ich. Wird knapp, aber könnte reichen eventuell. Wäre schön, dieses Entgnomen jetzt endlich hinter uns zu lassen. Weil es wirklich nicht so spannend, ne? Der könnte gehen. Yes! Aber nur 150, das ist zu wenig, oder? Ne, es passt. Das passt. Oder? Ja. Ja. Ich glaube sogar 800, oder? Ja, das müsste reichen. Es sind zwar keine 1000, aber Leute, man kann auch nicht immer das Maximum schaffen. Neue Bestleistung, Harry. Edgar Struger. Super, ja, wir haben die Karte. Mehr will ich doch gar nicht. Ah, lustig, oder, Harry? Möchtest du noch mal spielen? Ja, es war so lustig. Ich möchte noch einmal spielen. Bist du verrückt? Ich habe die Bildkarte. Ich habe doch alles, was ich möchte. Deswegen habe ich das nur gemacht. Die Baumschlangenhaut ist nur nebensächlich. Ach, so ein Vielsafttrank, ach. Der kann auch noch warten. Naja, wir haben die Baumschlangenhaut und wir haben eine Bildkarte bekommen. Müssen Danke, nie wieder Danke, dass du meine Kürbisse gerettet hast, Harry. Ich hoffe, du kannst die Baumschlangenhaut brauchen. Verdammt, wir haben die Zeit vergessen. Lauf schnell zum Quidditch-Feld. Dein erstes Spiel gegen Slytherin. Geht los. Oder was? Da bist du ja. Schnell, Quidditch fängt gleich an. Hast du Flussgras und Knöterich bekommen? Ich habe etwas Flussgras, aber das war schon schwer genug. Los jetzt, wir kommen zu spät zum Quidditch-Feld. Alles klar. Wir werden wieder... Achso, diesmal können wir noch rumlaufen, bevor wir unser erstes Quidditch-Spiel haben. Damals beim Stein der Weisen ging es einfach los direkt. Hier können wir uns noch ein bisschen sammeln und... nochmal einen Geheimgang nutzen. Jo, wir nutzen jetzt nochmal einen Geheimgang. Ich will nicht Quidditch spielen, ich verdrück mich jetzt. Tschüss. Hallo? Hallo? Ich will hier weg. Wieso geht das nicht? Das ist hundertprozentig ein Geheimgang. Ist er deaktiviert jetzt oder was? Das ist ein Geheimgang. Hilfe, ich will hier raus. Ich schaff das nicht. Ich komme da nicht mit klar mit dem Druck. Nein. Verschlossen. Okay, Leute, wir haben keine Wahl. Wir müssen zum Quidditch. Das erste Spiel gegen Slytherin. Quidditch Übungsgelände. Wieso Übungsgelände? Ich dachte, es geht jetzt hier los. Das ist doch keine Übung, oder? Das ist ein richtiges Spiel. Mit Zuschauern und Fans und jubelnden Massen und sowas. Ja, das wird das erste Spiel werden. Und dann gleich gegen die Erzrivalen. Und hier sind wir für dieses wichtige Quidditch-Spiel zwischen Slytherin und Gryffindor zusammengekommen. Ein spannender Moment. Slytherin führt mit 60-0 Punkten auf den schnellsten Rennbesen, die die Welt je gesehen hat. Auf dich kommt es an, Harry. Hol den Schnatz, nur so können wir gewinnen. Du musst Malfoy schlagen. Ich kann diesen Klatscher nicht ausweichen. Was ist los? Alles klar, Narbengesicht? Jemand hat... Den Klatscher verhext. Da ist der goldene Schnatz. Malfoy ist dran. Und Potter fliegt hinterher. Und sie jagen dem Schnatz nach. Er fliegt auf die Pfosten zu.
Unglaublich! Ich habe sie aus den Augen verloren! Oh ja, beschleunigen! Jemand hat den Klatscher verhext! Oh nein! Der verfolgt uns jetzt, oder? Wir müssen erstmal mehr verjagen, Hilfe! Holy shit! Der Klatscher ist dicht an uns dran. Und wir müssen Malfoy jetzt erstmal einen Arschtritt verpassen. Auf seinem Schwabbelarsch. Wie damals im ersten Teil. Na, Malfoy? Willst du noch einen Klatscher auf den Hintern? Hast du von deinem Vater wahrscheinlich nichts allzu oft bekommen. Na, jetzt wirst du es mal lernen, wie das ist. Mal ein paar Schläge abzubekommen. Na? Sind wir nah genug dran, langsam mal? Jetzt haben wir ihn gleich. Na komm. Bam. Ja, Malfoy, nochmal. Ja, wie gefällt dir das? Komm, insgeheim stehst du doch drauf, oder nicht? Tu doch nicht so, Malfoy. Das gefällt dir doch, wenn ich dir auf deinen Schwabbelarsch mit meinem Nimbus 2000 einklatsche und dich trotzdem einhole, obwohl du einen besseren Besen hast. Was ist jetzt mit deinem 2001er Modell? Schaffst du nicht. Wir fangen uns jetzt den Schnatz. Oh. Oh, verpasst. Oh, den haben wir auf jeden Fall verpasst. Ist aber auch so eng hier. Wie soll man denn hier... Okay, den können wir jetzt kriegen. Wunderbar. Den auch. Wow, Achtung. Nicht, dass uns ein Klatscher einholt oder mehr Feuer oder so. Das möchten wir... Die Führung geben wir jetzt nicht mehr her. Auf jeden Fall nicht. Den fangen wir uns jetzt, den Schnatz. Ah, Mist. Ich glaube, da hatten wir zu viel Speed. Manchmal ist man so schnell, dass man gar nicht mehr die Ringe rechtzeitig bekommen kann, weil man nicht mehr reagieren kann. So, das ist ein einfacher gewesen. Super. Aber nett mal hier rumzufliegen. Also viel mit Quidditch hat das hier nicht mehr zu tun, mit dem alten Quidditch, weil wie man es von früher kennt. Vom ersten Teil. Wir sind ja nicht mal auf dem offiziellen Spielfeld. Wir sind ja einfach... Neben dem Spielfeld, in dem Spielfeld, in der Tribüne drinne oder so. Aber wir sind nah dran. Ich glaube, noch einmal den Ring und dann haben wir ihn. Also haben wir die Chance, ihn zu fangen. Sagen wir es mal so. Papa jagt den Schnatz nach. Okay, jetzt müssen wir ihn nur noch fangen. Und da haben wir ihn direkt. Harry Potter beendet das Spiel. Harry Potter vor! Fantastisch! Gryffindor hat das Spiel gewonnen! Achtung, Harry! Wie kannst du lachen, ohne deinen Mund zu bewegen? Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Wow, Malfoy, du bist echt ein Magier. Aber jetzt erstmal das Buch. Harrys Arm hing in einem merkwürdigen Winkel an ihm herab. Aber in seiner gesunden Hand hielt er den Schnatz. Aha, wir haben gewonnen. Professor Lockhart befahl Harry, stillzulegen, während er versuchte, Harrys Arm mit einem Zauber zu heilen. An Harrys Schulter begann sich ein merkwürdiges und unangenehmes Gefühl auszubreiten, das sich bis in die Fingerspitzen zog. Sein Arm tat nicht mehr weh, aber er fühlte sich auch nicht mehr an wie ein Arm. Tja, nun, das kann schon mal passieren. So, Harry, dann toll dich mal hoch zum Krankenflügel. Madame Pomfrey wird dich dann schon ein wenig zusammenflicken. Einen Moment später kamen Dumbledore und McGonagall rückwärtsgehend ins Krankenzimmer und schleppten etwas, das aussah wie eine Statue. Gemeinsam hieften sie die Statue auf ein Bett. Es heißt, dass die Kammer des Schreckens tatsächlich wieder offen ist. Hermine flüsterte Harry zu, dass es an der Zeit sei, die Zutaten für den Vielsafttrank zu sammeln. Sobald dein Arm wieder gesund ist, solltest du zur Winkelgasse gehen. Es war mitten im Schuljahr, als Harrys Arm wieder gesund war. Und er befolgte Hermines Rat und fuhr mit dem Zug nach London. In der Winkelgasse traf Harry Hagrid. Och, nicht schon wieder mit Hagrid in der Winkelgasse. Das kennen wir doch noch aus dem Stein der Weisen. Oh nein. Will er diesmal wieder seine Butterbierchen trinken oder wieso ist er da? Die Winkelgasse. Ja, das habe ich auch immer geliebt. Den Winkelgassenabschnitt, auch im zweiten Teil. Einfach mal außerhalb des Schlosses zu sein,
Zwar ist man am Anfang auch außerhalb des Schlosses, aber das ist halt nur der Fuchsbau. Und die Winkelgasse hatte immer schon so einen speziellen Charme. Dann auch dazu die winterliche Atmosphäre. Das hat schon was. Auch auf der PlayStation 1. Geh jetzt und kauf, was du brauchst, Harry. Bin im Pub, um ein paar alte Freunde zu treffen. Treffen uns dann dort. Ja, geh mal in deinen Pub und trink ein paar Butterbierchen. Ja, mach mal. Wir werden in der Zwischenzeit hier unsere Kopfhörer wieder aufsetzen und wieder Techno-Musik her. Aber okay. Das wär's erstmal mit dieser Folge für heute. In der nächsten Folge werden wir dann die Winkelgasse erkunden und die Zutaten sammeln, die wir brauchen, um den Viersafttrank zu brauen, um Informationen von Malfoy zu bekommen, um ihn auszuspionieren. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen haben sollte, dann würde es mich wie immer freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. Und bis dahin sag ich mal ciao, bis zum nächsten Mal.